Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die Freiheit, sich künstlerisch ausdrücken zu dürfen. Das sind elementare Menschen- und BürgerInnenrechte in Deutschland, die im Grundgesetz verankert sind. Unsere Freiheiten, die erscheinen uns heute selbstverständlich. Aber wenn wir in die Vergangenheit schauen oder in andere Länder dieser Welt, dann fällt auf, ganz so selbstverständlich sind diese Freiheiten nicht. In Diktaturen oder Autokratien werden die Freiheitsrechte von Individuen zum Beispiel häufig beschnitten. KünstlerInnen, die das Staatsoberhaupt kritisieren, die müssen mit Zensur oder Strafe rechnen. Das ist in Deutschland zum Glück anders, doch auch hier und heute fühlen sich Menschen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Sie meinen, nicht mehr alles sagen zu dürfen, bei Demos oder in den sozialen Medien. Aber ist das wirklich so? Unfreiheit ist dieses Mal das Thema hier im Forschungsquartett. Aus verschiedenen Blickwinkeln schauen wir auf echte und vermeintliche Freiheitsbeschränkungen. Diese Woche in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Schön, dass ihr dabei seid. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Welche Freiheiten gibt es in der Kunstszene in Osteuropa, um Kritik am Staat zu äußern? Wie unfrei macht Social Media und was darf in Deutschland auf der Straße gesagt werden und was eben nicht? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hi Alina. Hallo Sarah. Alina, du hast drei Themen vorbereitet, die alle etwas mit dem Begriff Unfreiheit zu tun haben. Was hast du als erstes mitgebracht? Ja, als erstes beschäftigen wir uns mit Freiheiten bzw. mit Unfreiheiten von Künstlerinnen und Künstlern, und zwar in Osteuropa. Finde ich persönlich eine sehr spannende Region, wo ich auch viel unterwegs bin. Mit welchen Ländern hast du dich denn da ganz konkret beschäftigt und wie ist da so die aktuelle Lage? Ja, grundsätzlich können wir festhalten, dass es einen großen Unterschied macht, ob wir uns die Kunstszene in EU-Ländern oder halt in Nicht-EU-Ländern angucken. In Russland ist die aktuelle Lage im Vergleich zu Anfang der 2000er zum Beispiel wieder angespannter, vor allem mit dem Krieg gegen die Ukraine. Dort werden kritische KünstlerInnen derzeit wieder zensiert, unterdrückt und verfolgt. Und in osteuropäischen Ländern, die Teil der EU sind, sieht das Ganze teilweise schon wieder anders aus, hat mir die Bildwissenschaftlerin und Philosophin Hanna Gründler erklärt. Sie leitet eine Forschungsgruppe am Kunsthistorischen Institut in Florenz, das zur Max-Planck-Gesellschaft gehört. Also von Tschechien kann man sagen, dass es sehr liberal ist. In Polen können wir aktuell beobachten, ich glaube, Polen ist ein spannendes Beispiel, dass unter der aktuellen Regierung Tusk wieder Bemühungen vorhanden sind, Entscheidungen der ehemaligen PiS, also der rechtskonservativen Partei, rückgängig zu machen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass jetzt statt eines rechtsgerichteten Künstlers das ukrainische Kollektiv Open Group den polnischen Pavillon an der Biennale bespielen wird. Die Biennale eröffnet ja im April. Auch Estland, das Teil der Sowjetunion gewesen ist, hat sich in eine positive Richtung entwickelt. Hanna Gründler zufolge ist die Kunstfreiheit in Tschechien, Estland und Polen mit der in Deutschland oder Frankreich vergleichbar. Ein anderer Fall ist wiederum Ungarn, wo wir seit Jahren starke Eingriffe in und ich würde auch sagen Angriffe gegen die Kunst- und Kulturszene wahrnehmen können. So wird zum Beispiel in den dortigen Museen durchaus, ja, ich würde sagen, eine harte, man könnte fast sagen, propagandistische Kulturpolitik betrieben, die sich ganz klar gegen die vermeintlich westliche, vermeintlich woke Kultur richtet. Und da sieht man wirklich viele Frontalangriffe gegen Kunstschaffende und eben auch Museumsdirektoren. Nun wollen wir ja primär auf die Unfreiheiten und dementsprechend auch auf Protestaktionen schauen. Wie ist das denn derzeit möglich? Die Kunstszene bietet Möglichkeiten, subtil und ja weniger subtil zu protestieren. In Russland hat im März 2022 die Künstlerin Alexandra Skocilenko in einem Supermarkt in St. Petersburg beispielsweise Preisschilder ausgetauscht. Und zwar gegen Schilder, die den Krieg thematisieren. Also auf den Schildern, da standen zum Beispiel Sätze wie Stopp den Krieg oder Rekordinflation durch Militäreinsatz. Die Künstlerin ist wenige Tage später verhaftet worden. Das Spannende bei aktuellen Protestaktionen ist, dass viele davon an Aktionen aus der Vergangenheit angelehnt sind oder davon inspiriert sind, so Hanna Gründler. Sie konzentriert sich in ihrer Forschung auf den Zeitraum von 1960 bis in die 1980er Jahre und widmet sich vor allem der Frage, inwiefern Kunst- und Philosophie Praktiken des Widerstands sind. Du hast gerade schon ins Heute geschaut. Wie ist denn aber die Situation für Kunstschaffende in der Zeit gewesen, mit der sich Hanna Gründler beschäftigt?
Allgemein kann man sagen, dass in den meisten Ländern zwischen offizieller und inoffizieller Kunst unterschieden worden ist. Also was vom Staat erlaubt gewesen ist und was sich eher im Underground abgespielt hat. Natürlich, ja, gibt es damals aber auch Unterschiede in der Kunstfreiheit, je nachdem, auf welches Land man schaut, so Hanna Gründler. In der CSSR, also der ehemaligen sozialistischen tschechoslowakischen Republik, hat in den 60ern zum Beispiel eine Phase der Liberalisierung stattgefunden. Das heißt, es gab eine wahnsinnig lebendige Kunst-, Literatur- und Filmszene und auch eine Szene, die eben gesellschaftlich und politisch sehr kritisch war und ästhetisch äußerst experimentierfreudig. Also es gab zum Beispiel die tschechische Welle, die Nouvelle Vague, die sehr ähnlich war zu derjenigen, die wir in Frankreich hatten. Aber das wurde dann zügig unterbrochen 1968, weil wir da die Invasion tatsächlich der Truppen des Warschauer Paktes hatten. Da wurde dann der Prager Frühling niedergeschlagen. Und dann hatten wir tatsächlich eine Phase der starken Repression. Durch diese Unterdrückung sind viele Kunstschaffende in den darauffolgenden Jahren in den Westen emigriert, was aktuell erneut zu beobachten ist. Hanna Gründler hat ja gerade den Prager Frühling schon angesprochen als wirklich einschneidendes Erlebnis. Viele KünstlerInnen, hast du gerade gesagt, sind gegangen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Milan Kundera, der vielleicht einigen, die gerne lesen, ein Begriff ist. Der ist nach Frankreich gegangen, zwar nicht direkt im Anschluss an den Prager Frühling, sondern ein paar Jahre später. Der ist vor allem bekannt geworden, dann später auch für sein Buch »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«. Nun hast du vorhin schon gesagt, dass sich viele heutige Proteste an Aktionen aus der Vergangenheit orientieren. Kannst du dafür ein paar Beispiele nennen? Ja, dazu komme ich gleich. Besonders interessant an dem damaligen künstlerischen Widerstand finde ich übrigens, dass viele Aktionen nicht offen auf der Straße stattgefunden haben und direkt gegen das System gerichtet waren, sondern dass vieles im Untergrund stattgefunden hat, dass sich also ja eine Art Subkultur gebildet hat, wie Hanna Gründler es mir erklärt hat. Es ging darum, in privaten Ateliers sich auszutauschen. Es ging darum, Protest in inoffiziellen Happenings oder eben auch Rockkonzerten zum Beispiel auf dem Land zu machen. Und das heißt, in dieser Subkultur suchte man tatsächlich nach Orten, die nicht ganz so auf dem Radar der staatlichen Kontrolle waren. Als Beispiel nennt sie die Arbeit der sogenannten Samizdat-Verlage, die zum Beispiel in der Sowjetunion, Polen, der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn aktiv gewesen sind. Das waren damals Selbstverlage und in diesen wurden Bücher von SchriftstellerInnen, Denkerinnen, KünstlerInnen veröffentlicht, die Publikationsverbot hatten und die eben Teil dieser sogenannten zweiten Kultur waren. Und das heißt, es gab also vielfältige Formen, aber eben immer in, so in Grauzonen im Grunde genommen, die einfach nicht so stark beleuchtet wurden, auch seitens des Machtapparates letztlich. Und das kann man tatsächlich generell für die sogenannten Ostblockstaaten, da würde ich jetzt nicht differenzieren wollen zwischen CSSR, DDR, Ungarn. Ja, ganz interessant. Ich habe mich auch ein bisschen mit Samizdat beschäftigt in meinem Studium und bin da auch auf so Sachen gestoßen, wie zum Beispiel, dass dann ganze Texte einfach abgeschrieben wurden heimlich und so dann weitergegeben wurden und dadurch dann auch die Texte so ein bisschen verändert wurden. Also dass man irgendwie, weiß ich nicht, Randnotizen gemacht hat oder Kommentare dazu geschrieben hat und so. Also auf der einen Seite wurden so Texte kopiert und weitergegeben, die nicht offiziell veröffentlicht werden durften und gleichzeitig fand aber auch so ein stiller Diskurs statt, was ich sehr spannend finde. Und dann gab es auch so Sachen wie zum Beispiel auf Schallplatten oder auf alten Röntgenbildern, dass dann so Sachen dort eingraviert waren, also Musik, die weitergegeben wurde. Da gab es ganz verschiedene Möglichkeiten, da auch wirklich kreativ zu werden, um Kunst weiterzugeben. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ein richtig großes Feld, was sich da nochmal komplett öffnet thematisch. Und es ist ja dann auch quasi jetzt vielleicht nicht so offensichtlich, wenn es dann eine Person kopiert ist und verändert dann Sachen. Es ist ja jetzt auch nicht direkt das, was sie eben auffallen würde, oder? Nicht unbedingt. Also man muss dazu sagen, das war natürlich alles super geheim. Also das wussten ja auch nicht viele. Das ist dann meistens in irgendwelchen Nacht- und Nebelaktionen passiert. Also ich habe zum Beispiel einen befreundeten Künstler aus Tschechien, der damals in der Tschechoslowakei eben auch gelebt hat. Der war damals noch relativ jung und der hat dann irgendwann mal eine Kiste bekommen. Das war eine ganz normale Kiste mit einem Schloss dran und ein Freund von ihm meinte so, hier, pass mal da bitte drauf auf. Ich hole das dann ab oder irgendwer anders holt das da ab. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und es stellte sich hinterher heraus, also er wusste gar nicht, was er da für einen Schatz eigentlich gerade in der Hand
Hand hat. Und dann ist es halt abgeholt worden und es stellte sich hinterher heraus, es waren halt aus dem Untergrund verbotene Schriften, die er da quasi, zum Glück wusste er das nicht wahrscheinlich, keine Ahnung, ist er unwissend quasi zum Mitweitergeber geworden von solchen Texten. Und also das war schon, die Leute haben da schon viel auf sich genommen, auf jeden Fall, von dem, was ich jetzt auch von ZeitzeugInnen gehört habe. Auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt, der das Ganze nochmal ganz gut ergänzt. Genau, und auch in, ja, auch in anderen Bereichen wurde ja eher vielleicht leise protestiert und im Untergrund. Viele Kunstschaffende haben aber auch den öffentlichen Raum genutzt und ihren eigenen Körper und ja damit eine Art Performance-Kunst, also Body Art, gemacht. Und ein Beispiel liefert der tschechische Künstler Jiří Kovanda in den 70er Jahren. Er hat sich in einer Prager Fußgängerzone mit ausgebreiteten Armen auf die Straße gestellt. Ja, und die PassantInnen mussten ihn somit umrunden. Und das mag jetzt vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen, naja, normal klingen, aber im Endeffekt hat er somit eine Irritation im System dargestellt und das war seine Art, quasi da ja leisen Protest zu leisten. Und zu solchen Aktionen, vor allem halt zum subtilen Protest im öffentlichen Raum, lassen sich heute auch Vergleiche ziehen. Also wenn wir zum Beispiel an die Künstlerin aus St. Petersburg denken, die ja den Supermarkt zu ihrem Protestraum gemacht hat. Jetzt meintest du am Anfang, dass sich die Lage der Kunstfreiheit in einigen Ländern im Vergleich zu den 1960er bis 80er Jahren auch wieder verbessert hat. Einen entscheidenden Teil dazu beigetragen hat mit Sicherheit der Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre. Was hat sich seitdem getan? Das ist natürlich ebenfalls unterschiedlich, je nach Land. Aber man kann dennoch sagen, dass in recht vielen osteuropäischen Ländern die Situation in Sachen Kunstfreiheit erst einmal besser geworden ist und auch heute noch stabil ist. Und auch in Russland hat es zwischendurch deutlich besser ausgesehen als heute, so Hanna Gründler. Man kann sagen, dass natürlich um die 2000er Jahre man in Russland sicherlich eine ganz andere Situation hatte als heute. Also da gab es auch eine Form von größerer Kunstfreiheit. Auch viele Verlage wurden neu gegründet, die einfach sehr spannende Literatur auch publizierten. Seitdem Putin Präsident ist und vor allem seit Kriegsbeginn hat sich die Lage jedoch wieder deutlich verschlechtert und somit kehren subtile künstlerische Protestformen zurück, wie anonyme Street Art. Wir haben natürlich auch Beispiele, wo kleine Knetfiguren irgendwo im öffentlichen Raum platziert werden von anonymen Street Artists, die dann fotografiert werden. Und das sind ja wirklich Ephemere, will heißen, zeitlich ganz kurz zu sehende Formen von Aktionen. Insgesamt würde ich aber auch sagen, dass diese künstlerischen Aktivistinnen häufig auch bewusst im Kleinen arbeiten, ja, ähnlich wie Graswurzelbewegungen. Das heißt, es geht darum, bottom-up etwas zu gestalten. Und es geht da eben immer auch um, ja, sowas wie eine ethische Kleinarbeit, um Sensibilisierung von Gesellschaft im kleineren Sinne. Eine wichtige Rolle dabei spielt das Internet. Das Internet ist ein absoluter Multiplikator für Protestaktionen und im Grunde genommen könnte man auch sagen, dass der Underground auf eine gewisse Art und Weise dann wieder sichtbar wird und das auf einer globalen Skala, was ein riesiger Unterschied ist. In den 70er Jahren wurden diese Performances zum Beispiel fotografiert und dann aus den jeweiligen Ländern rausgeschmuggelt, aber das hatte natürlich bei weitem nicht die enorme Reichweite, die wir heute beobachten können. Jetzt sehen wir ja derzeit, dass in Polen mit einem Regierungswechsel auch ein Wandel im Hinblick auf die Kunstfreiheit möglich ist. In Russland haben Mitte März Wahlen stattgefunden, nach denen Putin für weitere 6 Jahre als Präsident bestätigt worden ist. Welche Hoffnungen bestehen denn für die dortigen Kunstschaffenden? Also große Veränderungen sind in Russland vielen ExpertInnen zufolge derzeit nicht realistisch. Hanna Gründler sieht das genauso. Trotzdem bleibt die Wissenschaftlerin optimistisch und erinnert ein letztes Mal an die Vergangenheit. Denn dann kann man doch hoffen, dass sich so ein System auch von selbst aushöhlt, sich vielleicht von selbst auch kannibalisiert. Und die Kunst kann als Medium der Kritik dazu beitragen, dass man nicht in eine komplette Apathie verfällt. Und das haben wir auch Ende der 80er Jahre in der CSSR, in der DDR überall beobachten können, dass dann schon auch die Möglichkeit zu neuen Horizonten eröffnet wird und das sollten wir uns wünschen, auch für Russland und andere Länder.
Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, dank Social Media kann heutzutage alles in kürzester Zeit geteilt und verbreitet werden. Das hat Vor- und Nachteile. Insbesondere wenn es um Meinungsfreiheit geht, sind soziale Netzwerke oftmals Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits kann jede und jeder die eigene Meinung frei äußern, ganz gleich welchen politischen oder sozialen Background die Person hat. Andererseits zeigen Studien aber auch, die demokratische Mehrheit wird in sozialen Netzwerken immer stiller. Derweil nimmt der Hass im Netz immer weiter zu. Aus Angst vor Anfeindungen beteiligen sich immer weniger Menschen online an politischen Diskussionen. Aber Hass im Netz betrifft nicht alle gleichermaßen, sondern vor allem marginalisierte oder benachteiligte Gruppen. Daher verstummen im demokratischen Diskurs im Netz vor allem deren Stimmen. Sie fühlen sich nicht frei, nicht sicher dabei, ihre Meinung zu äußern. Wir wollen uns deshalb mit der Frage beschäftigen, ob Social Media unfrei macht. Alina, für den Anfang, wie hat sich der öffentliche Diskurs in den letzten Jahrzehnten durch soziale Netzwerke denn verändert? Also angefangen hat vieles mit Facebook. Das wurde ja vor rund 20 Jahren unter anderem von Mark Zuckerberg in den USA gegründet und ist dann auch mit etwas Verzug nach Europa gekommen. Damit hat sich die Art, wie Informationen verbreitet werden können, verändert. Du hast es ja eben schon gesagt, jede Person kann nicht nur Informationen empfangen, sondern auch selbst welche in die Welt hinaus senden. Dabei gibt es dann auch neue Machtgefälle, denn die Plattformen, die werden zu Gatekeepern und können beeinflussen, wem was wann angezeigt wird. Und klar, heute ist Facebook in Deutschland vielleicht nicht mehr für alle Generationen die begehrteste Plattform, doch auch auf Instagram, TikTok und Co. findet ja ein reger Diskurs statt. Jetzt hast du eben veränderte Machtgefälle angesprochen. Gibt es dadurch mehr Freiheiten für uns oder macht Social Media uns eher unfrei? Also am Anfang sind natürlich deutlich mehr Freiheiten entstanden. Also allein der Fakt, dass es zum Beispiel viel einfacher möglich war, Inhalte zu produzieren und weiterzuleiten. Dennoch muss man bedenken, dass die Plattformen an sich dabei eine wichtige Rolle spielen und uns auf eine gewisse Art unfrei machen, sagt Philipp Lorenz Spreen. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und beschäftigt sich mit Dynamiken und Strukturen in sozialen Netzwerken. Und ihm zufolge haben wir einige Freiheiten gegen andere eingetauscht. Die Plattformen, die sind da jetzt viel größere Player, als jetzt zum Beispiel Zeitungsredaktionen früher waren, die ja auch natürlich Macht hatten. Aber jetzt haben wir diese Plattformen, die ja global handeln, die dann auch viel Daten über uns sammeln, also ziemlich genau wissen, was wer gerne liest und vor allem auch intransparent handeln können. Also durch diese technischen Möglichkeiten können zum Beispiel Inhalte, also im Hinblick auf Meinungsfreiheit, entweder gelöscht werden, aber zum Beispiel auch so algorithmisch gedämpft werden, also dass Sachen nicht mehr sichtbar werden für andere. Und das merkt man dann gar nicht so richtig. Das heißt, die Unfreiheit kommt durch die Abhängigkeit und Machtkonzentration der Plattformen, die uns vielleicht gar nicht bis zum Ende bewusst ist. Also da steht die Frage im Raum, wie viel Kontrolle und Macht die Plattformen über unseren Diskurs eigentlich haben. Dann lass uns doch mal genau den Blick auf diesen Diskurs werfen. Wie sieht er denn derzeit aus? Der wirkt auf jeden Fall deutlich polarisierender und vor allem hasserfüllter, als er im öffentlichen Raum ist, so Philipp Lorenz Spreen. Also wenn wir uns Kommentarspalten anschauen, zum Beispiel auf Instagram, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bin eine Person, die wahnsinnig gerne Kommentare liest. Und wenn man sich dann Beiträge von zum Beispiel der Tagesschau anschaut und die Kommentare durchliest, dann bin ich ja in ziemlich vielen Fällen schockiert. Extreme Meinungen, Hass, Beleidigungen etc., all das ist ja gefühlt Standard dort. Und für Lorenz Spreen ist jedoch klar, dass das nicht repräsentativ für die Bevölkerung ist, sondern oft eine eher extreme Minderheit. Also Leute, die besonders politisch unzufrieden und besonders extrem oft sind, sich dort auch am meisten äußern und der Großteil der Leute da eben nur passiv mitliest sozusagen. Das ist dadurch so ein bisschen eine Verzerrung zu wie polarisiert vielleicht tatsächlich die Gesellschaft ist oder wie sie dann eben auf den Plattformen wirkt und wie auch Hass erfüllt. Und genau das kann ihm zufolge dazu führen, dass sich die stille Mehrheit, die eher mitliest, sich immer weiter aus dem Diskurs zurückzieht oder im Worst Case am Ende gar nicht mehr beteiligen will. Weil wenn das schon so aufgeheizt ist, dann hat man natürlich auch Angst vor der sozialen Reaktion, wenn man da vielleicht irgendwann mal sich kundtut und dann die Gegenreaktion bekommt. Und das ist was Schlechtes für die Demokratie. Wir wollen ja, dass sich möglichst viele Leute möglichst offen beteiligen können. Und wenn das nicht so der Fall ist, weil das so dominiert ist von den Extremen, dann haben wir zum Beispiel ein Problem. Wie kann man denn dem Ganzen entgegenwirken? Also welche Möglichkeiten gäbe es, um mehr Demokratie in sozialen Netzwerken zu schaffen? Indem man zum Beispiel die stille, mitlesende Mehrheit sichtbarer macht?
Ja, aber wir können ja jetzt irgendwie niemanden zwingen. Also unter Beiträgen zu kommentieren, das ist ja jetzt kein Zwang, nur weil ich es gesehen habe. Müsste dann die Plattform irgendwie aktiv werden, von der Seite was kommen? Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Also Philipp Lorenz-Spreen sagt, es würde auch helfen, wenn allein aber schon Zahlen öffentlich werden, wie viele Menschen zum Beispiel Beiträge gesehen haben, aber vielleicht nicht damit interagieren. Es gibt ja Zahlen, die zeigen, wie oft irgendwas gesehen wurde. Solche Zahlen zum Beispiel helfen ja, manche Sachen in Relation zu setzen, wenn man dann sieht, dass da 100.000 was gesehen haben, aber nur 3 in den Kommentaren sich da irgendwie auslassen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man so im Allgemeinen sich wieder auf die eigentlich demokratischen Grundwerte besinnt und Konzepte, die wir auch im Offline-Bereich haben, und versucht, die vielleicht in den Online-Bereich zu bringen. Also zum Beispiel Repräsentativität von einer Diskussion. Also dass man sagt, man möchte da die ganze Gesellschaft irgendwie abgebildet haben. Für den Experten wäre das ein Konzept, das sich zu verfolgen lohnen würde. Doch bisher ist das nicht Teil der Plattform bzw. Teil von ihrem Businessmodell. Und Stichwort Content Management, würden strengere Regulierungen auf den Plattformen helfen? Ja, ich glaube, das ist ja das, was sich viele wünschen würden. Also, dass mehr Kommentare gelöscht werden, dass Accounts, aber auch die Plattform aktiver werden, wenn es zum Beispiel um Hate Speech geht. Für Philipp Lorenz-Spreen ist das jedoch nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal als ganze Gesellschaft fragen, was sind denn unsere Grenzen und wo sagen wir, da darf man sprechen und nicht. Wir haben ja diese Werte. Also die Redefreiheit und dann eben aber auch den Schaden, den so Hassrede machen kann. Und die muss man eben in Balance setzen und sich überlegen, in welchen Fällen würden wir sagen, okay, das ist noch in Ordnung und in welchen nicht. Ich denke, da müssen wir erstmal noch eine Debatte drüber führen. Das ist, glaube ich, nicht klar und wird auch sehr unterschiedlich in der Gesellschaft interpretiert. Brauchst du da vielleicht auch eine ganz neue Plattform, eine ganz andere Plattform? Mit genau dieser Frage beschäftigt sich das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Also dort sind die Forschenden der Ansicht, wenn sie die großen kommerziellen Plattformen kritisieren, dann müssen sie auch eine Alternative entwickeln. Wir müssen also theoretisch auch Konzepte entwickeln, wie so eine Plattform funktionieren könnte, die eben nicht nur auf Screentime und Likes maximiert, sondern eben auch solche demokratischen Grundprinzipien beinhaltet, wie Repräsentation oder Wahrheitsgehalt der Informationen oder ein ausgewogener Diskurs, sodass man sozusagen aufeinander reagiert und nicht immer nur die Meinung rausschreit. Und wie man das dann tatsächlich in der Gestaltung von so einer Plattform übersetzt, darüber machen wir uns Gedanken. Bei aktuellen Projekten wird besonders auf Transparenz Wert gelegt, sodass man als UserIn besser nachvollziehen kann, woher Informationen kommen, wie zum Beispiel der Algorithmus der Plattform funktioniert oder was Zahlen bedeuten, wenn es ums Interagieren mit Beiträgen geht. Dafür ist Philipp Lorenz-Spreen zufolge ein Aspekt besonders wichtig: Verlangsamung. Denn ja, auf Social Media passiert alles wahnsinnig schnell. Die Plattformen leben von Kurzweiligkeit. Und da müsse man laut dem Experten ansetzen und quasi künstliche Pausen schaffen. Aber also, damit ich dich jetzt richtig verstehe, solche alternativen Plattformen, die gibt es noch nicht. Bisher noch nicht in der Art, wie er sich das wünscht. Dazu braucht es ja Geld und Ressourcen und natürlich auch Forschungsarbeit, wenn es um das Zusammenspiel von Digitalisierung und Demokratie geht. Das heißt, aktuelle Fragen und Probleme sind noch gar nicht bis zum Ende verstanden, um eine derartige Plattform zu entwickeln. Wir sehen zwar einige der Symptome von dieser Veränderung des Diskurses. Ja, das ist ja das, was man auch immer wieder in den Medien sieht, also Missinformation und Populismus und Polarisierung. Aber die Mechanismen, also wie es dazu kommt und wie Leute zum Beispiel sich im Internet tatsächlich informieren und dann im Endeffekt auf bestimmte Meinungen kommen, wie welche Rolle der Algorithmus spielt, welche Rolle so Gruppen, soziale Gruppen spielen, wenn wir das erst richtig verstanden haben, können wir, glaube ich, mit guten Lösungen kommen. Na, sonst können wir ja keine Lösungen entwickeln, wenn wir die Probleme eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben. Okay.
Öffentliche Diskurse sind einer der wichtigsten Bestandteile unserer Demokratie. Dazu zählen natürlich auch Diskussionen im Netz. Aber wir haben es eben schon angesprochen, gerade in den sozialen Medien ist der demokratische Diskurs bedroht und der stattfindet, ist nicht ausgeglichen. Anders ist das im öffentlichen Raum, also offline in der realen Welt. Dort sehen wir direkt, mit wem wir es zu tun haben. Wer seine Meinung äußert, muss auch Gesicht zeigen. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, haben viele Menschen heutzutage das Gefühl, auf Demonstrationen zum Beispiel weniger sagen zu dürfen. Wie steht's da also um die Freiheit auf der Straße, Alina? Ja, genau. Das ist das dritte Thema, das ich mitgebracht habe. Einleitend kann man hierzu sagen, dass Deutschland derzeit eine Demonstrationswelle erlebt, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Bauern- und Klimaproteste, Pro-Palästina-Aktionen und Demos für mehr Demokratie. Und auch davor sind infolge der Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Und das ist ja per se auch nichts Schlechtes. Demonstrieren und die eigene Meinung zu äußern, das gehört zu unseren Grundrechten, wie wir es eben ja auch schon teilweise angesprochen haben. Und doch haben viele Menschen derzeit das Gefühl, nicht alles sagen zu dürfen. Wie steht es denn derzeit um die Meinungsfreiheit in Deutschland? Einer Umfrage von Dezember 2023 zufolge haben nur 40% der Befragten angegeben, ihre politische Meinung frei sagen zu können. 6 Jahre zuvor waren es noch rund 63%. Da ist also ein deutlicher Rückgang zu sehen. Das zeigen Zahlen des Instituts für Demoskopie Allensbach und Media Tenor International. Ja, und rein rechtlich gesehen ist die Meinungsfreiheit in Deutschland verfassungsrechtlich weitgehend geschützt. Also Meinungsfreiheit ist im Grundgesetz im Artikel 5 festgeschrieben. Und das setzt sich dann auch fort in Artikel 8, in dem die Versammlungsfreiheit verankert ist. Demnach ist es erst einmal erlaubt, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und dabei darf auch fast alles gesagt werden. Ich habe darüber mit Ralf Puscher gesprochen. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht und leitet dort die Abteilung Öffentliches Recht. Er sagt, Einschränkungen der Meinungsfreiheit gäbe es natürlich bei der Verherrlichung nationalsozialistischer Taten. Aber darüber hinaus ist die Meinung inhaltlich frei, die man äußern kann. Und es gibt auch keine Grenze, dass man etwa nur verfassungskonforme Ansichten äußern darf, sondern unter dem Grundgesetz erfasst die Meinungsfreiheit auch verfassungswidrige Auffassungen. Und das setzt sich auch auf Versammlungen fort. Also man kann auch für verfassungswidrige Anliegen demonstrieren. Und die Grundidee des Grundgesetzes ist dabei, darauf zu setzen, dass sich das schon in einer Demokratie selbst regulieren wird, nämlich im öffentlichen Diskurs. Trotzdem besteht die Möglichkeit, gegen verfassungswidrige Ansichten oder Slogans und Parolen, zum Beispiel innerhalb von Organisationen oder Parteien, vorzugehen. Da ist das Grundgesetz nicht wehrlos und kann auch Verbote verhängen. Und das ist so das Grundkonzept, was das Grundgesetz hat. Also erstmal Vertrauen, aber bei Enttäuschung des Vertrauens gibt es auch Möglichkeiten zu reagieren. Und trotzdem, wenn wir jetzt auf Versammlungen und auf das Thema der Meinungsfreiheit, auf Demos zurückkommen, kommt es ja öfter zum Verbot von gewissen Demonstrationen, gerade auch derzeit, wenn es um pro-palästinensische Protestzüge geht. Wie passt das jetzt alles zusammen? Ja, die Demos, die werden nicht primär verboten, weil sie pro-palästinensisch sind, sondern weil man vermutet, dass es zu Gewaltausschreitungen kommen könnte, was das Grundgesetz ja nicht erlaubt. Also in einem Artikel der Zeit wird zum Beispiel die Berliner Polizei zitiert, die Demonstration untersagt, weil die, ich zitiere, unmittelbare Gefahr bestehe, dass es bei einer Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten komme. Und wenn eine Demonstration nicht verboten wird, dort aber Plakate mit verbotenen Sprüchen gezeigt werden, dürfen diese auch konfisziert werden und die Person macht sich mit dem Plakat oder quasi durch das Plakat strafbar. Wie zum Beispiel in Wiesbaden, wo eine Person im Rahmen der Bauernproteste ein Schild mit den Worten "Tötet Özdemir" hochgehalten hat. Demonstrationen von vornherein zu verbieten, das ist etwas, was sich viele auch für rechtsextremistische Aufzüge wünschen. Wie wird das umgesetzt? Das lässt sich nicht wirklich pauschalisieren. Also es ist, wie wir wissen, bereits mehrfach vorgekommen, dass Menschen Bedenken geäußert haben, angekündigte Demonstrationen überprüft worden sind und am Ende die Gerichte die Versammlungsfreiheit doch bestätigt und die Verbote aufgehoben haben. Zum Beispiel, weil man nicht hundertprozentig sagen kann, dass Gewalt stattfinden wird oder verfassungswidrige Parolen verwendet werden.
Und das ist also auch immer ein Kampf zwischen den Anforderungen, unter denen sich vielleicht die Politik sieht, auch von jedenfalls der empfundenen Mehrheit der Bürger, da was unternehmen zu müssen, dass sozusagen in ihrer Stadt sowas, dass man sowas nicht sehen will. Aber das, die Rhetorik zwingt sie dann eher, das eben auch aushalten zu müssen. Und das sind also durchaus Dinge, wo dann Versammlungen und Versammlungsteilnehmer auch immer wieder dann ihr Recht erkämpfen müssen und erstreiten müssen. So der Rechtsexperte Ralf Poscher, er betont dennoch, dass das Grundgesetz Grenzen setzt. Aber soweit ich das überblicke, jedenfalls aufs Große gesehen, ist die Rechtsprechung da so, dass sie versucht eben genau dieses Konzept des Grundgesetzes zu unterstützen. Dass es eben nicht erlaubt, jede missliebige Meinung zu verbieten, sondern dass erst da passiert, wo ja die Grenzen dann auch vom reinen Äußern von Meinungen zu ja Bedrohungen, Einschüchterungen und Handlungen oder Aufforderungen zu Gewalt oder Ähnlichem überschritten wird. Dennoch können Demonstrationen natürlich verboten werden, auch wenn der Rechtsstaat das nicht leicht macht. Wenn die Versammlungsbehörde ein Verbot ausspricht, steht der Rechtsweg offen. Das heißt, die Veranstalter können sich an das Verwaltungsgericht wenden und von dort geht es gegebenenfalls zum Oberverwaltungsgericht oder zum Verwaltungsgerichtshof, je nach Bundesland. Versammlungsverbote kommen dementsprechend also nicht so häufig vor, lese ich da so ein bisschen raus. Richtig. Im vergangenen Herbst sind zum Beispiel in verschiedenen Städten mehrere pro-palästinensische Demonstrationen pauschal verboten worden. Doch diese Verbote wurden dann gerichtlich gekippt, weil die Gefahrenprognose das generelle Verbot nicht gerechtfertigt hätte. In Frankfurt hat beispielsweise der Hessische Verwaltungsgerichtshof das Verbot nach 2 Tagen gekippt. Okay, jetzt haben wir über Versammlungen und Organisationen gesprochen. Wie sieht's denn da jetzt für einzelne Personen aus? Auch da verfolgt das Gesetz eher das Konzept, erst einmal zu vertrauen. Nur weil eine Person zum Beispiel eher rechtspolitische Ansichten hat, heißt es ja nicht, dass die Person auf der Straße verfassungswidrig handelt. Dementsprechend stehen viele Menschen ziemlich lang unter Rechtsschutz. Ich denke, da ist der Grundgedanke der Verfassung, dass Menschen sich entwickeln können oder Phasen haben können, gerade auch, wenn sie vielleicht noch politisch nicht so erfahren sind, wo man leicht mal in die Fänge von extremistischen Gedanken oder auch Organisationen gerät, sich radikalisiert. Aber dann das Vertrauen der Verfassung auch darin, ja, das passiert, aber das müssen wir auch gewähren lassen, solange uns das nicht wirklich gefährlich wird. Und ja, eben jedenfalls nicht in kämpferischer Art und Weise dann die Verfassung konfrontieren werden. Und dass diese Freiheit, die will das Grundgesetz erlauben. Sobald sich das wiederum organisatorisch verfestigt, gibt es Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Auch wenn dabei laut dem Rechtsexperten Ralf Poscher einige verfahrensrechtliche Hürden überwunden werden müssen. Eine abschließende Einschätzung jetzt noch von dir. Werden tatsächlich Demonstrationen unfreier? Das habe ich den Ralf Poscher auch gefragt und er sieht das nicht so. Also er hat Vertrauen in das Grundgesetz und die gelegten Fundamente vom Bundesverfassungsgericht. Also ich glaube, dass die Grundlagen für die Meinungsäußerungsfreiheit, sowohl die individuelle als auch auf Versammlungen, dass die ganz ordentlich gelegt sind. Und auf diesen, und diese Grundlagen können einem eigentlich das Vertrauen darin geben, dass es da nicht zu großen Einbrüchen kommt. Was nicht heißt, dass es nicht immer wieder auch Versuche geben kann, sei es der Politik, sei es der Verwaltung, diese Grenzen, die das Grundgesetz da setzt, zu überschreiten und repressiver zu werden, als das Grundgesetz erlaubt. Aber da wäre mein Vertrauen erstmal relativ hoch, dann auch in die Gerichte, dass die, wie die das schon in vielen anderen Fällen getan haben, dann auch wieder versuchen werden zu korrigieren. Aber das bleibt natürlich eine ständige Auseinandersetzung und Freiheit muss auch immer wieder erkämpft werden. Und solange das auf so zivilen Wegen geschehen kann wie auf unseren Rechtswegen, mache ich mir da auch keine großen Sorgen. Wie steht es um die Kunstfreiheit in osteuropäischen Ländern? Wie unfrei macht Social Media und dürfen wir auf Demonstrationen weniger sagen? Mit genau diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt und hat darüber mit Hanna Gründler vom Kunsthistorischen Institut in Florenz, mit Philipp Lorenz Spreen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und mit Ralf Poscher vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht gesprochen. Alina, vielen, vielen Dank für deine Recherche und das Gespräch. Gerne.
Mehr Informationen zu den Themen und Aspekten der Unfreiheit gibt es in der neuen Ausgabe des Magazins Max-Planck-Forschung, die am 8. April erscheint. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Caroline Breitschädel und Alina Metz bedanken. Die hatten die Redaktion für diese Folge. Und wenn euch die Themen aus Wissenschaft und Forschung interessieren, dann abonniert doch gerne diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl und teilt die Folgen mit Familie, FreundInnen und Bekannten, die sich da vielleicht auch für interessieren könnten. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.